Hallo, ich bin Dennis Weber und das ist mein Knutzen-Taunus-Coupé-Modell. Und das ist das Auto in 1:1. Hatte ich vor 20 Jahren schon mal und liebe dieses Auto einfach. Also, das ist mein Ford Knutzen-Taunus, den ich vor circa 4 Jahren erworben habe durch einen ganz dummen Zufall. Ich saß an einer Mittagspause, schlug die Oldtimer-Klassik auf, Annoncen und las Knutzen-Taunus Coupé zu verkaufen und gar nicht weit weg. Also habe ich mich gleich ans Telefon gesetzt, habe den Besitzer angerufen und wir wurden uns auch ziemlich schnell am Telefon schon einig. Gesagt, getan. Eine Woche später fuhr ich dann mit meiner Freundin dorthin, schaute mir dieses Auto an und war sofort verliebt, beide. Obwohl 1,5 Meter Staub drauf war, sie lange nicht bewegt wurde und die Probefahrt auch sehr holprig war. So, ich nehme das Modell mal runter, weil davon gibt es zurzeit nur eins. Und packe es mal behutsam weg. Also, wir sind dann nach Hessisch-Ohlendorf gefahren, zu dem Besitzer von diesem Auto. Er hat mir den auch 2 Wochen reserviert, oder eine Woche reserviert. Er meinte erst, das ginge nicht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, sollte ich mein anderes Auto nicht verkauft bekommen, kriegt er von mir für die Woche einen Ausgleich. War mit einverstanden. Also gesagt, getan. Hingefahren, natürlich auch gleich mit Anhänger. Und wir wurden uns auch preislich einig, weil ich ihm so ein paar Probleme von dem Auto noch gesagt habe. Aufgeladen, mitgenommen. So. Und dann begann natürlich so ein kleines Desaster. Ich merkte ziemlich schnell, dass ich doch mit einer kleinen französischen Zicke zu tun hatte. Weil dieses Auto als Neuwagen 1972 in Südfrankreich ausgeliefert wurde, als Neuwagen. Es existiert sogar das Serviceplanheft aus Frankreich, auf natürlich Französisch, mit netten Mädels drin, sollte man nicht glauben. In Deutschland gibt es sowas nicht. Also gesagt, getan, ich fing an zu arbeiten, habe erstmal einen neuen Vergaser gekauft, weil der alte nicht mehr zu überholen ging. Die Chromradläufe habe ich gemacht. Dann habe ich die ganzen Embleme, soweit ich sie bekommen habe, erneuert. Und das schlimmste Problem war das Vinyldach. Das war aufgebärzt durch die Sonne. Also habe ich das, was schlecht war, weggeschnitten und habe ganz einfach eine elastische Kunststoffmasse genommen und habe es verschmiert und mit einem Fliegenschwamm habe ich die Struktur wieder aufs Dach gebracht. Also ich zeige euch jetzt mal den Grund, warum ich auch dieses Auto gekauft habe. Und zwar, wie gesehen, schon ein GXL-Modell, also zu der Zeit Vollausstattung. Alles, was ging. Und der wundervolle V6-Motor, 2 Liter, 90 PS. Der ist untenrum ein bisschen schwerfällig, aber obenrum ist er dann perfekt. Ich habe ihn auch absichtlich optisch nicht verändert. Er hat seine Patina, das ganze Auto hat seine Patina. Dieses Auto hat auch gelebt. Weil ich sage mir immer, wenn ich abends in den Spiegel gucke, sehe ich auch meine Falten. Die clean ich auch nicht weg. Jetzt nochmal die Erkennungsmerkmale eines französischen Modells. Und zwar, wie schon gesehen, die gelben Fernscheinwerfer oder Nebellampen, wie man sie auch bezeichnet. Dann gehen wir mal zum Heck. Und das ist eigentlich das Besondere, dass die Antenne hinten links immer verbaut im Seitenteil war. Bei den deutschen Modellen eher vorne rechts und vorne links im Kotflügel. Wie vom Kunden gewünscht oder bestellt.
eigentlich auch das, was den Knutzen-Taunus ausmacht. Dieses von Herrn Knutzen, dem Ingenieur, dieser amerikanische Style in eins durch fließen mit den vier auf den Fahrer gerichteten Armaturen. Ja, und wie gesagt, dieser Armee-Flair, über die Haube zu gucken, die Knutzennase, die eckigen, kantigen Kotflügel zu sehen. Nur, dass es halt aus europäischen Gründen die Größe nicht ist wie ein US-Muscle Car. Danke, Dennis, für die Präsentation. Dennis bringt nicht nur alte Schätzchen in Schwung, er baut sie auch als Modelle, Unikate nach eigenen Plänen. Und er ist Moderator und Motor bei der Facebook-Gruppe Langzeitauto. Schaut mal rein. Dieser Granada kommt übrigens auch bald zu den PS-Perlen. Die 70er Jahre sind geprägt von Aufbruch, Vielfalt und farbenfrohen Formen in der Mode, in der Architektur und in der Musik. Viele Strömungen kommen in diesen Jahren aus den USA nach Europa. So auch die Festivalkultur und dieses Fahrzeugdesign. Etwas kleiner und entschärft, aber mit deutlichen Anlehnungen an den amerikanischen Way of Life. Wer mehr über die Knutzennasen erfahren möchte, hier geht es gleich weiter mit Bernds Porträt. Klick aufs Bild links.